Moment mal. Warum folge ich nicht Altair? Ich sitze hier mit Maria fest. Oh, Scheiße. Das bedeutet, was für ein abgefahrener Traum. Ja, das bedeutet, dass Maria schwanger ist. Und das bedeutet, dass der Sohn von Maria und Altair, gefühlt halb Templer, halb Assassine ist. Tut mir leid, dass ich so reinplatze, aber es wird spät und wir... Hey, alles klar? Ja, alles klar. Nur komische Träume. Gut. Dann mach dich bereit. Wir sehen uns gleich. Okay, das war sehr strange. Ah, schön, dass du auch mal kommst. Entschuldigung, lange Nacht. Was für ein Profi, was für eine Arbeitsmoral. Lass ihn in Ruhe. Tja, entschuldige bitte, dass ich meine Arbeit machen möchte. Verrückt, was? Sean, bitte, das reicht. Okay. Ja gut, ach komm, der Kollege hat Stress. Das ist... Wollen wir nicht mal vorurteilen. Hey. Hi. Alles okay? Ja, alles klar. Alles super. Sicher? Wir haben gestern noch 2 Teams verloren. Noch 8 von uns einfach weg. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es wird immer schlimmer und schlimmer. Erinnerst du dich, was du mir sagtest? Du musst glauben. Und schau, hier sind wir sicher, ganz sicher. Und wie lange? Wenn sie uns finden? Was ist dann? Wenn das passiert, wenn es passiert, erledigen wir das schon. Ich beschütze dich. Egal. Genug gejammert für heute. Ich mach mich an die Arbeit. Solltest du auch. Oder vielleicht doch nochmal reden? Na, wir beide vielleicht ein bisschen hinten im Schlafzimmer. Wirklich, mir geht's gut, oh. Ganz ehrlich. Okay. Ich kann Abweisung erkennen, wenn ich sie sehe. Na, fragen wir ihn nochmal, apropos Abweisung, wa? Hey. Er hat keinen Redebedarf. Dann gehen wir jetzt nochmal zu unserer Animus-Schnalle. Ob die... Die haben uns alle nichts mehr zu sagen, ne? Sind fast ein bisschen traurig. Na gut. Dann geht's halt wieder zurück. In die Renaissance. In Italien. So, kritischer Status, verteidigen sie sich, bis sie einen kritischen Status überwunden haben. Dann heilen sie sich. Oh, krieg mal hin. Was? Eine Uplay-Aktion beendet? Gab's da eine neue? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Hey. Und in your face. In your face. Was glaubst du so blöd, hä? Was glaubst du die ganze Zeit Let's Plays? Das hast du davon. Bäm, Junge. Na gut. Ja, das ist im Prinzip durch die vierte Wand hindurch. So. Umhang ist in diesem Gebiet nicht... Was? Was? Nicht sicher? Nicht was? Na, das erkennt man doch. Richtig. Das... Die erlauchteste Republik Venedig. 1481. Ja, das erkennt man relativ fix. Ah, da haben wir die War das die Rialto-Brücke, ich glaube? Ach, sehr schön. Mensch! Sehr verehrte Damen und Herren, und damit herzlich willkommen in Venezia. So, da... Komm, wenn wir schon hier direkt neben einem Aussichtspunkt stehen, dann... Nutzen wir den natürlich. In unserer Villa ist auch wieder jede Menge Kohle vorhanden. Da wird man sicherlich dann irgendwann nochmal hinkommen. Aber jetzt die nächsten, ich sag mal so die nächsten Minuten, eher unwahrscheinlich. So. Na? Geht doch. Obwohl, warte mal. Werden wahrscheinlich eher... Nee, doch. Wir können ja von der Innenseite des Fensters müssen wir doch eigentlich hier dran kommen. Ja, genau. Funst. Funktioniert alles so, wie ich mir das vorstelle. So muss das sein.
So, und jetzt genieß mal ganz kurz. Ah, da drüben haben wir übrigens den berühmten Hafen. Dort ungefähr landet man ja auch mit den Booten. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ah, einmal nochmal das Triefauge schweifen lassen. Und dann geht's dann auch schon wieder direkt nach unten. So. Vor allem die erlauchteste Republik. Ein bisschen schön, ne? Ah. Ist doch unser Kumpel. Was ist denn los? Wo steht dein ganzes Zeug außerdem hier? Messer Da Vinci. Ja? Buongiorno. Willkommen, ich bin Alvise. Signor Donna bat mich, euch zur Werkstatt zu geleiten. Seid ihr bereit? So, bienvenuto. An einer Stadtführung durch Venedig mit Alvise teilnehmen. Ne, machen wir doch. Freu dich. Ah, Venezia. What? Welcher? Wir brauchen erstmal ein paar Zusatzinformationen zu unserem Beruf-Kofferträger. Alvise da Villandino. So, Alvise war gebürtiger Venezianer und arbeitete mehrere Jahre als Kofferträger, bis er überzeugt von der Überlegenheit Venedig zur Marine ging. Im Jahre 1500 hatte er die Aufgabe, die Festung von Modern gegen die Türken zu verteidigen. Nach einem heftigen Trage... Entschuldigung. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Jetzt geht einfach hier bei mir auf dem Kontrollmonitor der Browser auf. Okay, das ignorieren wir einfach mal. So, nach einem heftigen Trinkgelage wurde Alvise eines Morgens vom türkischen Kanonenfeuer geweckt. Die Stadt wurde angegriffen und in Panik rannte er über das Deck, stolperte, stieß den Kopf und ertrank. Schön. Als klar wurde, dass Venedig die Schlacht verloren hatte, wurde er vom Kapitän des Schiffs der Unachtsamkeit beschuldigt und aus allen Logbüchern der Marine gestrichen. Tja, das ist ein ziemlich trauriger Tod. Anderer Ort ist so schön, so stabil, so perfekt. Kommt, ja, ich zeige euch ihre Wunder. Unser erster Halt? Ja. Die Rialto-Brücke. Seht, wie elegant sie sich über den Canale Grande spannt. Ein Symbol für den Stolz und die Einheit Venedigs. Lasst uns weitergehen. Oh, bitte bleibt da hinten. Da wären wir. San Giacomo di Rialto. Die älteste Kirche Venedigs. Ist sie nicht wundervoll? Und der Uhrenturm. Magnifico. Im Namen des Rates der Zehn. Komm, komm. Ja, was? Keine andere Stadt kann es mit den Märkten Venedigs aufnehmen. Seien es Tücher oder Gewürze aus nah und fern. Es gibt... Du solltest doch zu Hause bleiben! Aber die Miete ist bezahlt! Ich habe das Recht, hier zu verkaufen! Emilio sieht das anders! Nein, nicht! Halt! Setzen wir den Rundgang woanders fort. Okay, jetzt bloß nicht den Helden spielen. Das macht einen schlechten ersten Eindruck. Wir laufen einfach weiter. Ruhig mal mit ein bisschen zügigerem Schritt. Und bloß kein Anpuffen. Was ist jetzt hier? Schau, ist das nicht fabelhaft? Würdest du mir das kaufen? Ich habe mein Geld bei meinen Sachen gelassen. Hey, pass doch auf, verdammt! Was soll ich sagen? Die hat mich beklaut. Was? Ich dachte, ich muss jetzt hinter der herrennen. Wie viel hat die geklaut? Hat irgendjemand drauf geachtet, wie viel die mir jetzt geklaut hat? Das war übrigens eine sehr markante Person. Ich glaube, ich finde mal wieder. Und hier haben wir den Palazzo della Seta. Heimat Emilio Barbarigos.
Eigentlich ist er durchaus sehenswert. Aber so wie die Dinge jetzt stehen... Warum? Was ist passiert? Er versucht, alle Händler unter seinem Banner zu vereinen. Aber es gab Widerstand. Teilweise gewaltsam. Was für eine Art Widerstand? Sie sagen, sie kämpfen für das Volk. Für Freiheit, Gleichheit und ähnlichen Unsinn. Ha, Unfug, wenn ihr mich fragt. Die haben meinen Stand zerstört. Ich verlange Wiedergutmachung. Hier, bitteschön. Der Doge wird davon erfahren. Ich werde das dem Rat melden. Na dann viel Glück, mein Freund. Was tut ihr denn? Ihr seid wegen Behinderung des Handels verhaftet. Das habt ihr euch ausgedacht. Es gibt kein solches Gesetz. Jetzt schon. Nein, halt! Ja, doch. So kann man natürlich auch als Exekutive sein. Erinnert mich so ein bisschen an die Polizisten hier aus der Gegend. Immer das Gefühl haben, am längeren Hebel zu sitzen. Die sind aber zügig unterwegs gerade. Oh, Leonardos Werkstatt in Venedig. Und nun zeige ich euch die Werkstatt, Ser Da Vinci. Wir scheuten weder Kosten noch Mühen. Passt auf, es ist perfekt. Als hättet ihr Firenze nie verlassen. Ich wünsche euch großen Erfolg und hoffe, ihr schätzt Venezia ebenso, wie sie euch schätzt. So, da wären wir. Aufregend, nicht? Kommst du mit rein? Vielleicht später. Ich muss zum Palazzo della Seta, um eine Audienz bei Emilio zu bekommen. Wie du willst. Aber solltest du einmal Langeweile haben oder weitere Kodexseiten finden, komm zu mir. Meine Tür steht dir immer offen. Grazie, mein Freund. Di nulla. So. Okay, so. Damit hätten wir die Einführung, was Venedig betrifft, jetzt hinter uns. Jetzt wird es unsere Aufgabe sein. Oh. Achso. Ja klar, Leonardos Werkstatt ist bald eigentlich auf die Karte, aber dann machen wir halt das schnell. Während seines kurzen Aufenthalts in Venedig war Leonardo da Vinci ein bezahlter Ingenieur für die venezianische Armee. Es wird behauptet, dass er an einem Gemälde der berühmten Isabella d'Este arbeitete, von der er während eines Besuchs in Mantua eine Zeichnung angefertigt hatte. Obwohl er immer wieder versicherte, hart an dem Werk zu arbeiten, tauchte das Gemälde jedoch nie auf. Auch wenn viele Geschichtsbücher behaupten, dass Leonardo da Vinci nur Leonardo Venedig nur einmal besuchte, scheint es so, als hätte er seine Werkstatt dort als eine Art Geheimversteck benutzt, dass er während seines ganzen Lebens regelmäßig zurückkehrte. Okay, also wird das auf jeden Fall ein Ort besonderer Bedeutsamkeit sein. So, und dann gucken wir gleich mal bei wem. Emilio Barbarigo. Titan der venezianischen Industrie, Schrecken der Unterwelt. Unterstützt von seiner Familie, brachte er den Markt mit geschickten Schachzügen, wie die Konkurrenz zu verdrängen und Lobbyarbeit, unter seine Kontrolle. Er gründete die venezianische Polizei fast ganz alleine. Er machte die Straßen wieder sicher und seine Finanzen steuerfrei. Emilio behauptete, ein Unterstützer der Republik zu sein. Das Problem ist, wenn dir die Polizei gehört, werden Wahlen schnell lästig. Und die Opposition sowieso. Tja, Geburtsjahr 1421, das heißt, der wird wie auf dem Bildschirm ein bisschen älter sein. Der müsste jetzt 60, nee, was war's? 1488? Ja, 67 sein. Führer der Handelsgilde, Adliger. Gut, das Informationsvideo, das haben wir gerade gesehen. Ja. Was soll man sagen? Das ist also... Ich fand diesen tollen Ort, den du entdecken kannst. Dort kannst du üben. Santa Maria dei Frari ist auf der Karte markiert. Symbol für Templerversteck. Wird auf der Karte dann hinzugefügt, um Orte zu kennzeichnen. Ja, ist alles okay. Ich wollte jetzt, habe ich jetzt eigentlich entschieden, nochmal Richtung Rialto-Brücke zu gehen. Hat jemand meinen Gehilfen gesehen? Er war doch gerade noch da. Dort dann vielleicht die zwei Glyphen noch zu entdecken. Aber das können wir ja gleich machen. So, reparieren. Erstmal alles reparieren. Also, so viel Zeit muss sein.
Und jetzt würde ich gerne mal sehen, was wir an Rüstung haben. Weil jetzt wird es dann langsam doch ein bisschen... Weiß nicht.